Hallo und willkommen zur Late Night Show. Wir haben heute als Themen Schönheit von Carrascoe, ein sehr anspruchsvoller Comic, Deadpool, illustrierte Klassiker, ein etwas anders anspruchsvoller Comic, dann eine ganze Reihe von Batman-Bänden zu Der Tod der Familie und Svirchild und auch der Grund dafür, warum wir so seltsam angezogen sind. Denn wir haben diesen Band diesmal auch in der Sendung Granden, Gaukler und Gelehrte. DSA stellt ja jetzt langsam in Vorbereitung auf DSA 5 auf Farbe um und deswegen gibt es auch die neuen Meisterpersonen ganz in bunt und wir haben zwei davon rausgepickt, um sie mal etwas anders darzustellen. Zum Beispiel Steffi, der mir heute aushilft als Zahlgeweihter und ich habe mal die Reihergeweihte übernommen. Steff hat auch... Nein, das ist nicht die Reihergeweihte. Das ist die Reihergeweihte. Hätte aber auch nicht schlecht gepasst. Den Steff kennt ihr vermutlich auch schon, der ist öfters in unseren anderen Videos vorgekommen oder zum Beispiel auch in Leuenklinge, wo er gleich mehrere Rollen übernommen hat. Und er ist immer bereit und sich für nichts zu schade, um sich vor die Kamera zerren zu lassen. Indem ich mich zum Obst mache. Überall fliegen diese Augendämonen rum. Eiserne Sperre fallen und ich hab's schon wieder vergeigt. Und vor allen Dingen, er ist schon sehr lange dabei, was DSA angeht, auch bei DSA LARP und Organisation und dergleichen. Wir haben diesmal eine etwas andere Tavern-Crew. Das sind total liebe Mädels. Was mir ganz wichtig ist, seid nett zu denen. Steff hat den ganzen Band durchgearbeitet und deswegen kann er mir auch sagen, was alles drin ist. Was bekommen wir denn? Auf 206 Seiten bekommt man 64 Meisterpersonen aus dem Süden Aventuriens. Das beinhaltet das Horasreich, wie auch Al-Anfa und die Tulamiden- und Novali-Lande. Wie viel bekommt denn jede von diesen Meisterpersonen zugestanden am Platz? Durchschnittlich 2, 2,5 Seiten. Okay, was ist da alles drin? Jeder Charakter wird mit einer kurzen Vorgeschichte vorgestellt. Dazu gibt es einen kompletten Block mit Charakterprofil. Dazu natürlich eine schöne Illustration. Und was natürlich erwähnenswert ist, oder was ich erwähnenswert fand, jede oder fast jede Geschichte hängt mit einer anderen zusammen, sodass mehrere Personen eine kleine durchgehende Geschichte erzählen. Okay. Teilweise sehr lustige, aber auch sehr anrührende Geschichten. Okay. Jede von den Figuren hat so ungefähr 2 Seiten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Damit kriegen wir aber die 206 nicht wirklich voll. Was ist denn noch drin? Anschließend ist noch im Anhang eine ausgearbeitete oder ergänzte Seelentierliste, die jetzt auch Tiere aus dem Süden Aventuriens beinhalten. Dann natürlich eine angepasste Namensliste für die Meisterperson, aber auch eine sehr amüsante Würfeltabelle für das spezielle Aussehen von den Meisterpersonen. Okay. Die schauen wir uns auch gleich nochmal an. Aber erstmal, wie findest du generell die Aufmachung von den Illustrationen her? Wir sind ja jetzt im Süden Aventuriens und ich habe das Gefühl, da haben die Leute irgendwie weniger an. Also generell erst einmal, wie schon von dem Erstvorgängerband der lilanen Reihe, ist es wieder Hochglanzpapier und Vollfarbe. Und dann ist es natürlich etwas freizügiger. Der Lustknabe. Ich finde es auch bezeichnend, dass es nicht nur eine Prostituierte oder einen Prostituierten gibt, sondern gleich mehrere. Den Lustknaben, dann die Hafendirne und die Kurtisane. Ja, die Marderschwester hat auch nicht viel an. Aber generell, wie findest du die Illustration? Durchgehend gut gelungen. Mit sehr vielen Details und man bekommt einen sehr guten Eindruck über die Meisterperson. Okay. Inhaltlich, ist es denn eine sinnvolle Meisterhilfe am Spieltisch? Für unerfahrene Meister auf jeden Fall, da man mit einem Handgriff sehr schöne und eben ausgearbeitete Meisterpersonen bekommt, die man auch sofort einsetzen kann. Für wirklich erfahrene Meister ist das nicht weiter als ein Kurzgeschichten-Bildband. Und für alles, was dazwischen liegt, bekommt man damit das Werkzeug, mal schnell eine Meisterperson zu erschaffen, die den Spielern im Gedächtnis bleibt. Oder wenn man mal keine Zeit hat, sich vorzubereiten, dann ist man damit sehr gut beraten. Ein alanfanischer Bohrengeweihter, auch mit einer sehr lustigen Geschichte. Okay. Er bekommt Besuch von einer Grandendame und man lauscht quasi den überkandidelnden Klagen der Grandendame und bekommt seine Gedanken dazu mit. First World Problems. Ich muss sagen, dass ich viele von den Novadi- und Tulamin-Charakteren sehr schick geworden, also schick finde. Und auch alle, die tatsächlich mal ein bisschen mehr anhaben, weil die Bilder schön detailreich sind und viele Kleinigkeiten an der Kleidung noch irgendwie dran sind. Ein maraskalischer Reisbauer, also auch
recht ungewöhnlich, aber als Meisterperson Wegbegegnung. Das ist garantiert giftig, der maraskanische Reis. Ja, ich glaube, die Priesterin könnte noch giftiger sein. Oh ja, die Säbeltänzerin, die kämpfende Abteilung der Raya-Kirche. Braucht keine Rüstung, anders als die Rabengardisten. Wir wollten uns noch die Auswürfeltabelle hinten im Buch anschauen und mal durchgehen, was da alles zustande kommen kann. Man muss dann nicht auf alle Punkte, die da stehen, würfeln. Es gibt nämlich sehr viel Detailkram. Haar, Bart, Gesicht, Augen, Finger, Hände und Arme, Zehen, Füße und Beine, Gewicht und so weiter und so fort. Aber wir gehen es jetzt mal durch. Ich fange mal an und sage, die Person ist unansehnlich. Dafür zahnlos. Sie hat gefärbtes Haar. Und ein Vollbart. Eine Narbe. Ist auf einem Auge blind. Hat eine verkrüppelte Hand. Dafür einen Klumpfuß. Sie ist dick. Lispelt. Und sie ist schwanger. Das arme Kind. Es muss ja nicht alles zusammenpassen. Aber ich habe das Gefühl, weil die meisten von den Eigenschaften hier, die im Gedächtnis bleiben sollen, eher negativ sind, dass man die Figuren im Buch gar nicht damit nachstellen kann. Nein, auf keinen Fall. Man kann es, wie gesagt, nutzen, um einzelne Personen zu ergänzen, um ein Merkmal zu bekommen, das den Spielern dann auch im Gedächtnis bleibt. Eine schwangere Person mit Vollbart würde mir im Gedächtnis bleiben, das stimmt. Der Band ist also vor allen Dingen wegen seiner absolut schicken Aufmachung interessant und wegen des Inhalts, der hübsch ist, also in erster Linie Fluff, wenn auch die Werte dabei sind, mit denen man spielen kann. Deswegen vergeben wir auch insgesamt was für eine Wertung? 8,5 Punkte. Und ich als erfahrener Meister behandle ihn als schönen, farbigen Kurzgeschichtenband. Mit Bildern. Mit Bildern und bunt und in Farbe. Danke, Herr Zage, weiter. Vielen Dank, Steff. Und wir sehen uns dann, denke ich mal, öfters noch. Gerne. Machen wir weiter mit Schönheit von Kerascoe und Hubert. Dieses Zeichner-Autor-Duo ist schon bekannt für eher ungewöhnliche bis hin zu boshaften Comics und auch auf Schönheit trifft diese Beschreibung durchaus zu. Die Geschichte hier drin spielt in einer mittelalterlichen Welt und dreht sich um Moru. Moru ist ein alles andere als hübsches Mädchen, aber sie befreit eine Fee und die gewährt ihr einen Wunsch. Und Moru wünscht sich was? Schönheit natürlich. Danach sehen alle Menschen, die sie anschauen, die schönste Frau der Welt und es geht los mit großem Chaos. Alle Männer ihres Dorfes sind hinter ihr her, die Frauen hassen sie. Adelige wollen sie heiraten und sie zieht auch zu einem ins Schloss, aber der König will sie auch. Sie ist nicht so wirklich zufrieden mit dem, was sie schon erreicht hat und denkt sich, da geht noch mehr. Immer angestachelt von der Fee, die eigentlich nicht wirklich eine gute Fee ist. Am Ende gibt es sogar Kriege, die um sie ausbrechen, großes Chaos, Leute, die verdächtigen, dass sie mit jemandem fremdgegangen ist, haufenweise Menschen werden dahingemetzelt und erst sehr, sehr langsam versteht Moru, wie sie vielleicht dieses Geschenk, das eher ein Fluch ist, auch zu ihrem Besten einsetzen könnte. Der Ansatz, diese Märchensituation mal mit ganz normalen Menschen durchzuexerzieren, vor allen Dingen mit Moru, die eher ein einfaches Gemüt ist und keine ehrenhafte Heldin und die sich auch wirklich denkt, was kann ich denn bekommen? Ich hätte gerne mehr oder die neidisch ist und auch die ganzen Menschen um sie herum, die eifersüchtig sind oder simpel oder sogar richtig boshaft. Das alles ist sehr interessant, aber manchmal finde ich die Situation schon so sehr überzeichnet, dass ich nicht ganz weiß, was ich mit ihnen anfangen soll, zum Beispiel, wenn die Männer des Dorfes angesichts von Moru praktisch zu einem Vergewaltigungsmob werden. Der Zeichenstil ist insgesamt eher schlicht, aber aussagekräftig und erinnert manchmal in seiner Farbgebung und in der Art der Figuren an illustrierte alte Märchenbücher. Interessant finde ich vor allen Dingen, wie immer gewechselt wird zwischen der realen Moru mit ihren abstehenden Ohren und ihrem schiefen Gesicht und der Illusionsmoru, die die schönste Frau des Königreichs sein soll. Meistens sieht man sie, wenn praktisch aus ihrer Sicht über ihr Leben erzählt wird, ihr normales Gesicht, aber dann immer mal wieder einen Blick darauf, wie sie für die anderen Menschen aussieht. Das Buch ist voll mit interessanten und auch realistischen Charakteren in diesem Märchensetting und ich möchte auch noch betonen, es gibt am Ende eine sehr interessante kleine Pointe. Insgesamt ist das ein ziemlich boshaftes, interessantes, schräges Märchenbuch für Erwachsene und ich möchte ihm insgesamt 8,5 von 10 möglichen Punkten geben. Deadpool, Killustrierte Klassiker, ist mal wieder ein Themenband zu dem Söldner mit der großen Klappe. Der hat sich ja immer mehr zu einem der Lieblingshelden bzw. Antihelden von Marvel gewandelt. Und auch hier geht es wieder darum, dass diese Person sich vollkommen der Tatsache bewusst ist, dass sie sich in einem Comic befindet. Es ist also im Grunde eine permanente Durchbrechung der vierten Wand. Deadpool hat ja schon mal versucht, das gesamte Marvel-Universum auszuradieren, weil er keinen Bock mehr auf diese ganze Comic-Scheiße hat. Aber da die Helden immer wieder nachwachsen, hat er sich jetzt was Neues überlegt. Und zwar, er muss an die Quelle gehen, er muss die Klassiker der Literatur erledigen, auf denen die Helden aufbauen von den Ideen her. Also zieht er los, um sich durch verschiedenste Romane zu morden.
Und ja, auch der weiße Wal und alles, was dazu gehört, ist mit dabei. Das ist großartig unterhaltsam. Häufig wird auch vorausgesetzt, dass der Leser Ahnung hat, worum es geht. Also es ist ein Bildungscomic, möchte man sagen, wenn da nur in ein paar Bildern angedeutet wird, welche Figuren gerade niedergemacht werden. Natürlich versuchen auch einige der Personen dieser fiktiven Welten sich zu wehren und so entspinnt sich eine Art Wettrennen zwischen Deadpool, der alles niedermacht, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, und einer kleinen Gruppe ringsum, ausgerechnet dem Meisterdetektiv aus der Baker Street, der diesen Untergang der Erzählungswelt aufhalten möchte. Schön ist dabei, wie immer mal wieder entlarvt wird, welche Archetypen eigentlich hinter den Ideen von Antihelden und Helden im Comic-Universum stecken, denn immer mal wieder verwandeln sich die Vorlagefiguren dann in die Helden, die man kennt aus dem Marvel-Universum. Gezeichnet ist das Ganze auch durchaus ansehnlich und schön koloriert und geschrieben natürlich immer wieder mit viel Witz, wie sich das gehört für Deadpool, wenn man ihn gut hinkriegt. Schön ist auch, dass alle Cover der Einzelbände drin sind, denn wie der ganze Band insgesamt ist das hier eine Anspielung auf die Illustrated Classics, eine Reihe von Bänden der englischen Weltliteratur, die in den USA natürlich mit hübschen Bildskiss rauskam. Und zum Beispiel haben wir hier eine Deadpoolige Anspielung auf A Christmas Carol und natürlich vorne drauf fett Moby Dick. Insgesamt tanzt es immer auch so ein bisschen am Rande der Nervigkeit, wie leider auch oft bei Deadpool häufig. Und hinten drin ist nochmal eine Kurzgeschichte zu Lady Deadpool, einer Parallelversion von ihm mit Brüsten, die im Grunde vor allen Dingen nervig ist, wie ich leider finde. Aber ansonsten ist es dafür, dass es so albern ist und einen so schrägen Ansatz hat, erstaunlich tiefgängig. Insgesamt also 8 von 10 möglichen Punkten für diesen Illustrated Classic. Bei Batman haben wir diesmal wieder ein ganzes Event, wie wir es zuletzt mit der Nacht der Eulen vorgestellt haben. Der Tod der Familie heißt es, eine Anspielung an die klassische Geschichte Ein Tod in der Familie, als der zweite Robin ums Leben kam, Jason Todd. Diesmal geht es aber gleich um die ganze Bat-Family sozusagen, also um alle Robins und Batgirl und so weiter. Die Hauptfigur darin ist aber natürlich der Joker. Der ist nach dem Reboot des Universums erstmal eine Weile verschwunden, nachdem er sich sein Gesicht hat abziehen lassen und es an die Wand genagelt zurückließ. Jetzt ist er wieder da, holt sich sein Gesicht zurück und spielt natürlich wieder der Bat-Familie übelst mit. Die Story arbeitet dabei auch die ganze Geschichte des Jokers nochmal auf und ist eine Art Verbeugung vor den Klassikern dieser Figur. Das heißt, er fängt auch wieder genau mit den Sachen an, die er bei seinem ersten Auftritt gemacht hat, vergiftet Leute und kündigt ihren Tod an, und es handelt sich dabei auch immer um Personen, die mit den Originalopfern etwas zu tun hatten. Dann gibt es auch viele Anspielungen auf seine Herkunft, wie er zu dem wurde, was er ist. Es gibt eine Rückkehr zu Ace Chemicals, wo er sein Gesicht verloren hat, das erste Mal sozusagen, und Anspielungen auf der Tod in der Familie, wo er Jason Todd umgebracht hat, und A Killing Joke, wo er Barbara Gordon gelähmt hat. Also alle großen Schritte seiner Karriere bis zu der heutigen Figur werden nochmal nachvollzogen. Das ist einerseits sehr interessant für Leute, die noch nicht so drin sind im Batman-Universum, weil sie das nochmal praktisch rekapituliert bekommen. Und für alle, die schon lange dabei sind, ist es auch gut zu wissen, dass sich gar nicht so viel geändert hat jetzt im neuen Universum, weil man sich da nie so sicher ist bei Batman und den anderen Serien. Trotzdem ist es nicht langweilig, es ist kein reines Wiederholen von schon bekannten Geschichten, sondern es bleibt spannend und hat auch etwas wieder sehr Detektivisches. Die Hauptlinie dieser Story könnt ihr hier in Deutschland in den Bänden Batman 15 bis 18 nachlesen, aber natürlich gibt es auch in allen parallelen Serien Anspielungen darauf oder Ereignisse, die darauf hinarbeiten, zum Beispiel auch in Batman und Robin. Ich finde dieses Event insgesamt eigentlich sehr gut und auch sehr stimmungsvoll, und es ist natürlich schön, den Joker wieder zurück in Gotham zu haben, aber zum Ende hin, finde ich, bleibt das Ganze ein bisschen hinter der Erwartung zurück, die mit der Story aufgebaut werden. Deswegen sind es für mich nur 7,5 von 10 möglichen Punkten. Aber nochmal zurück zu Batman und Robin Band 3. Hier drin wird nicht nur auf den Tod der Familie hingearbeitet, sondern es gibt auch noch eine andere Geschichte, die vorne weggeht und die fast schon zuckersüß und niedlich ist für die Verhältnisse von Batman. Ich finde es sehr schön, wie hier das Verhältnis zwischen Bruce Wayne und Damian Wayne ein bisschen weiter ausgearbeitet wird und einem dieser kleine, fiese Junge etwas mehr ans Herz wachsen kann. Daher gibt es für diesen Einzelband auch nochmal 8 von 10 möglichen Punkten. Spherechild, ein kleines Indie-Rollenspiel, hatten wir ja schon mal vorgestellt in der Late-Nerd-Show. Und jetzt haben wir einen dicken neuen Band dazu in den Händen. Generell nochmal, um das Gedächtnis aufzufrischen, in Spherechild geht es darum, dass eine ganze Reihe verschiedener Welten, Sphären, miteinander verbunden sind. Und die Charaktere, die man spielt, haben jeweils auf anderen Welten auch ein Pendant, mit dem sie kommunizieren können. Und die können auch teilweise einzelne Fähigkeiten hin und her tauschen. Und hier haben wir jetzt nochmal ein neues Universum, das die bisherigen zwei schon ergänzt. Sol-Tumar. Im Grunde eine Science-Fiction-Welt, in die aber auch wieder Mystik und alles reinspielt, denn es kann eigentlich in allen Sphären Magie geben, auch wenn sie hier eine ganze Weile verschollen war.
Natürlich taucht auch hier die Bedrohung für alle Sphären wieder auf, die Worts, und die haben sich eine boshafte Rasse in diesem Science-Fiction-Universum ausgeliehen, die zurückkommt, um eigentlich alles zu versklaven, wie es häufig böse Rassen aus der Vergangenheit gerne tun. Sol Tomar ist aber eine Mischung aus verschiedensten Ideen. Einige davon sind sehr Standard, ein paar Rassen, die einem so auch irgendwie vielleicht aus Star Wars bekannt vorkommen könnten, aber auch ein paar sehr coolen neuen Ansätzen. So sind zum Beispiel die Erzfeinde, die Usur in diesem Universum, eine Spezies, die durch einen Bund mit einem boshaften Gott immer drei Personen den Raum von einer Person einnehmen lassen. Das heißt, ein Usur ist immer gleich drei und kann zwischen drei verschiedenen Gestalten mit verschiedenen Fähigkeiten hin und her wechseln. Das ist eigentlich ziemlich cool und bringt verschiedene Sachen mit rein. Da hat man also krasse Kriege, aber auch ganz fiese Blutrituale durchziehende Monsterpriester. Wie diese verschiedenen Ansätze und Ideen miteinander vermengt werden, kann manchmal etwas seltsam wirken, wie zum Beispiel, dass ein Blutritual mit dem Abschlachten von Unschuldigen durchgeführt wird, um Technik in eine andere zu verwandeln, mit der die Leute danach umgehen können, weil sie die Knöpfchen von den anderen nicht drücken können. Aber ein paar Herzen rausreißen und das Ganze ist in ihrer Sprache geschrieben, offenbar. Insgesamt finde ich es aber trotzdem ziemlich cool und auch in sich stimmig und vor allen Dingen finde ich es schön zu sehen, dass Fearchild weiter wächst und gedeiht. Was die Aufmachung angeht, schwankt es bei den Illustrationen. Einige davon sind eher durchschnittlich oder altmodisch gehalten, aber einige davon sind wirklich schön, denn erneut konnte Mia Steingräber dafür gewonnen werden, ein paar von den Archetypen zu zeichnen. In diesem Band ist also im Grunde alles drin, was man braucht, um Sphearchild, um dieses Universum zu erweitern. Das heißt, spielbare Rassen und Werte dafür, aber auch andere Rassen, mit denen das Universum besetzt ist, verschiedene Ausrüstungsgegenstände und sogar Regeln für Raumkampf, auch wenn die eher, naja, nicht ganz so nötig gewesen wären und eher knapp gehalten sind. Für Indie-Rollenspiele geben wir keine Wertung, aber ich möchte Sol Tomar und auch Sphearchild Leuten ans Herz legen, die mal viel Abwechslung an einem Spielabend haben wollen, sich in verschiedenen Welten aufhalten wollen und vor allen Dingen mal dieses Konzept ausprobieren wollen, dass ein Spieler gleich mehrere Personen übernimmt, zwischen denen er durchtauscht und die auch miteinander kommunizieren können. Das war's dann aber auch für heute. Danke fürs Reinschauen, tschüss und bis zum nächsten Mal.